ZDF heute live, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mal wieder zu einem Ukraine-Update. Es gibt aktuell keine Pattsituation. Das stellte vor kurzem nochmal der ukrainische Präsident Selenskyj klar. Beide Seiten verfolgen augenscheinlich ihre Ziele innerhalb dieses Krieges, verzeichnen Gewinne wie auch Verluste. Die Ukraine verstärkte aktuell ihre Armeepräsenz und Militärtechnik am südlichen Dnipro-Ufer um Cherson. Derweil konnten die vom Westen gelieferten Attackams Raketen neue Erfolge erzielen. So Berichten zufolge gibt es da zum Beispiel den Treffer eines großen russischen Munitionslagers in der von Russland besetzten Region Siedove. Und da sehen wir noch aktuelle Bilder, die vom ukrainischen Militär publiziert wurden. Die Russen auf der anderen Seite fokussieren derweil weiterhin die ostukrainische Stadt Avdiivka. Es wurde Personal aufgestockt vor Ort, es wurde Munition aufgestockt und so schreiben russische Militärexperten mittlerweile davon, dass die Russen weiter vorrücken und die Stadt sogar umzingelt hätten. Wir wollen deshalb heute bei ZDF heute live fragen, wie ist aktuell der Stand der Dinge im Ukraine-Krieg? Wie groß ist die Abnutzung beider Seiten? Wie entscheidend können Russlands Verluste im weiteren Krieg sein? Und wollen zudem auch noch vorausblicken auf das neue Jahr und schauen, welche neue mögliche Phase nun in dem Krieg kommen könnte. Dazu wollen wir sprechen mit dem Militärökonomen Markus Kolb von der ETH Zürich und wir schalten auch noch live in die Ukraine. In Kiew steht unser Reporter Dara Hasanzadeh. Auch mit ihm wollen wir sprechen. Und dazu gerne wieder mit all euren Fragen, Meinungen und Kommentaren, die ihr uns schicken könnt über die Kommentarspalten oder auch via Mail an zdfheute-live@zdf.de. Zunächst schalten wir aber in die Schweiz. Dort sitzt unser erster Gast für heute, Markus Kolb, der Militärökonom. Seit 2013 lehrt er an der ETH Zürich, forscht unter anderem und beschäftigt sich dort mit Handel und Logistik im Krieg. Einen schönen guten Abend zu Ihnen, Herr Kolb. Hallo, grüße Sie. Herr Kolb, vor einem Monat befand sich der Krieg nach Ihren Beobachtungen, so haben Sie das bei uns hier in der Sendung gesagt, in einer Abnutzungsphase. Wo steht er heute? In der Abnutzungsphase sind wir immer noch. Die Russen sind gerade dabei, die Abnutzung tatkräftig zu beschleunigen, indem sie ihre Fahrzeuge bei Avdiivka geradezu reihenweise ins ukrainische Feuer schicken. Aber es gilt eigentlich immer noch das, was ich letztes Mal gesagt habe. Man darf sich im Moment keine großen mechanisierten Durchbrüche erwarten. Das liegt sowohl an neuen technologischen Entwicklungen, die wir im Moment auf dem Schlachtfeld sehen. Da sage ich dann später noch was dazu, als auch eben an dem Problem, dass Russland nach wie vor die Initiative verloren hat, versucht sie zurückzugewinnen, dabei auch enorme Verluste bereit ist in Kauf zu nehmen, aber nicht durchkommt. Das heißt also, die Frage ist hier eigentlich jeden Tag, wer zwingt hier wen in die Abnutzung und wer kann letztlich mit seinem Industrie- und Technologiepotenzial länger durchhalten? Stichwort Technologiepotenzial. Drohnen bleiben ja augenscheinlich, wenn man so die Berichte sich durchliest, ein sehr prägendes Element in diesem Krieg. Die Ukraine setzt seit September auf sogenannte FPV, also First-Person-View-Kamikaze-Drohnen. Sie haben zuletzt Remote-Einsätze südlich des Dnipro bei Krinki beobachtet. Erzählen Sie uns genau, wie nutzt die Ukraine solche Drohnentechnik genau ein? Genau, jetzt sehen wir gerade die Karte von Krinki. Ich muss dazu wie immer etwas ausholen. Diese Operation hier am südlichen Dnipro-Ufer, die läuft schon länger, also schon mindestens seit dem Sommer. Und wir haben immer wieder so Boote von ukrainischen Spezialkräften gesehen, die versucht haben, überzusetzen und dort eine lokale Präsenz zu etablieren. Ich habe das lange Zeit zwar beobachtet, aber nicht so wirklich ernst genommen, weil ich gesagt habe, okay, die schauen mal, die testen mal so ein bisschen, was da geht und fahren dann wieder ab. Jetzt hat sich aber über die letzten Wochen ein anderes Bild ergeben, nämlich erstens, dass die sich relativ erfolgreich halten können an diesem Ufer, obwohl die Russen da drüben konventionell absolut überlegen stehen. Und zweitens, dass sie mit einer sozusagen einer Fernsteuerung operieren. Das heißt, das ist kein schweres Material der Ukraine, das dort steht. Es sind auch nicht unbedingt viele Kombattanten. Ich würde sagen, vielleicht 200 bis 300 in diesem Raum, Krinki maximal. Aber sie benutzen so ziemlich alles an Drohnen und Raketenartillerie, was sie haben auf ihrem Ufer des Dnipro, um dort hinüber zu schießen. Und sehr erfolgreich haben sich eben First-Person-View-Drones erwiesen.
Das war ein Thema, über das wir noch im so März, April diesen Jahres kaum gesprochen haben. Die wurden auch kaum eingesetzt an der Front, haben mittlerweile aber eine sehr große Bedeutung erlangt, einfach weil sie nicht nur die artilleristischen Mittel der Russen sehr gut aufklären können, sondern sie auch gleich zerstören können. Und das verändert natürlich die Taktik, wie sie dort kämpfen. Also Artillerie herauszunehmen ist normalerweise nicht so einfach. Normalerweise würden sie Counter-Battery-Fire nehmen. Das heißt also, sie müssen mit ihrer eigenen Artillerie die gegnerische Artillerie sehr genau treffen. Das ist schwierig. Aber mit Drohnen wird das sehr viel leichter. Und das Überraschende ist eigentlich, dass die Russen bisher nicht in der Lage sind, diese kleinen ukrainischen Verbände, die da operieren, jetzt sehen wir gerade hier so ein paar Drohnenbilder, diese wieder zurückzuwerfen, also aufs andere Ufer des Dnipro. Und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen wirklich damit gerechnet haben, auf diese Art und Weise konfrontiert zu werden. Und Sie können sich ja als Zuschauer mal anschauen, wie der größere Raum dort aussieht. Also wenn Sie von Armiansk, der Nordspitze der Krim, eine Linie ziehen in Richtung Nord-Nordwest bis Nowakachowka, dann haben Sie in ungefähr den gesamten Raum der Südwestfront. Und dort stehen 7 russische Brigaden. Die werden aber nur versorgt über 2 Hauptversorgungsachsen, die Autobahnen M14 und M17. Und da zeigt sich ein weiterer Vorteil der FPV-Drones, nämlich sobald Sie diese Straßen kontrollieren. Das heißt also, sobald sie die sehen und alle fahrenden Mittel dort sofort beschießen können, dann kontrollieren sie auch die Versorgung. Und da sind wir wieder beim alten Ansatz, den die Ukraine eigentlich immer gehabt hat in diesem Krieg, nämlich die Versorgungsachsen zu unterbinden. Und wenn ihr das gelingen sollte, dann wäre das ein großer Fortschritt an der südwestlichen Front. Jetzt muss man aber auch ein bisschen kaltes Wasser da drauf gießen. Also es gibt jetzt manche, die sprechen schon von Brückenkopf und Dnipro-Überquerung und so weiter. Man muss sich dann auch nochmal im Klaren sein, der Dnipro ist dort, also selbst an der engsten Stelle bei Lwowe, das ist etwas westlich von Nowakachowka, selbst dort ist er ungefähr 300 Meter breit. Das heißt, Sie können also nicht ohne weiteres einen Flussübergang machen, wenn Sie nicht totale Artillerieüberlegenheit haben und Close Air Support und so weiter. Also das glaube ich nicht, aber es ist doch ein eindrückliches Zeichen, wie stark sie hier mit kleinsten, billigsten Mitteln, also so eine FPV-Drone, die besseren, die kosten so zwischen 700 und 1000 US-Dollar pro Stück, wie sie damit doch Wirkung erzielen gegen viel größere und gepanzerte Systeme. Und die Ukraine spricht im Moment so von ihrem Projekt Army of Drones. Also zu sagen, wir gehen technologisch eigentlich einen völlig anderen Weg, nämlich in Richtung Dezentralisierung der Artillerie. Also dass wir quasi sagen, wir nehmen nicht wenige große Artilleriegeschütze, sondern wir schicken viele, viele kleine Drohnen los und nehmen damit Stück für Stück die russischen Systeme heraus. Wir bekommen schon zahlreiche erste Zuschauerfragen. Gerade wo wir jetzt über Material sprechen, über Waffen, die da zum Einsatz kommen, haben wir die Frage gestellt bekommen, auf YouTube, wie gut bzw. schlecht ist die Ukraine denn mit ihren Partnern im Vergleich zu Russland aufgestellt? Beim Thema Waffenproduktion kann sich die Ukraine eine lange Materialschlacht leisten. Also da muss man 2 Dinge sehen. Das eine ist, worüber wir immer sprechen, nämlich die westliche Unterstützung. Die muss natürlich weitergehen. Also das nehme ich bei meinen Analysen natürlich immer implizit an. Der Fluss der westlichen Waffen in die Ukraine, der ist alternativlos. Und das bezieht sich nicht nur auf die jetzigen Systeme, sondern auch auf zukünftige Systeme, die eigentlich schon längst da sein müssten. Ich sage ja immer, der fatale Fehler des Westens war, dass man den Russen Zeit gegeben hat, sich einzugraben, also die Sorowikin-Linie zu bauen. Hätte man ihr früher schon schwere Mittel, Raketen, Artillerie und so weiter gegeben, dann wären wir jetzt nicht in dieser Kriegslage. Das ist das eine. Das andere ist aber auch der Aufbau einer eigenständigen ukrainischen Rüstungsindustrie, der ebenfalls voranschreitet. Das heißt, man darf sich die Ukraine also langfristig nicht so als Transferempfänger vorstellen, sondern man muss sich im Klaren sein, noch zu sowjetischen Zeiten war ein großer Teil der sowjetischen Rüstungsindustrie in der Ukraine. Also Kharkiv hat bis heute hervorragenden Ruf für Mathematik, Ingenieurswissenschaften. Da saßen früher die Rüstungsingenieure und die Rüstungswissenschaftler, die wurden da ausgebildet. In der Gegend von Lugansk standen früher die Antonov-Flugzeugwerke und ein Großteil der sowjetischen Rüstungsindustrie, die zum Beispiel Motoren gebaut haben für Hubschrauber und für Flugzeuge. Also es ist nicht so, dass die Ukraine quasi kein technologisches Wissen hätte, sondern im Gegenteil, sie ist jetzt eigentlich dabei, das wieder aufzubauen.
Dann muss man aber noch was Drittes sehen, nämlich die Russen sind natürlich auch nicht ganz dumm und unfähig, was ihre eigene Industrie angeht, und entwickeln sich natürlich auch laufend weiter. Und wenn wir jetzt über das Thema Drohnen sprechen, haben die Russen gerade eine Innovation eingeführt, bei ihrer Loitering Munition, also bei der Landsat-Drohne, die von den Salah-Werken hergestellt wird. Und die hat normalerweise nur eine Range, eine Reichweite von 40 Kilometern. Jetzt haben wir aber Videos, bestätigte Videos gesehen von Abschüssen in der Ukraine, die nahelegen, dass sie mittlerweile 70 bis 90 Kilometer Reichweite hat. Und die Ukraine hat bisher überwiegend Switchblade aus Großbritannien, die hat 40 Kilometer Reichweite. Das heißt, das ist jetzt eigentlich die nächste Herausforderung für die Ukraine. Das heißt, sie müsste jetzt eigentlich statt Switchblade 300 wie jetzt Switchblade 600 bekommen. Die hat ebenfalls bis 90 Kilometer operative Reichweite. Und Sie sehen, das ist, was ich meinte mit Technologie. Also man darf nicht so stehen bleiben und sagen, wie viel Stück von irgendwas bekommst du, sondern man muss auch schauen, dass man mindestens auf dem gleichen Technologieniveau ist wie der Gegner, wenn nicht sogar drüber. Und das ist auch das, was Saluzhny gemeint hat in seinem Artikel, dass man eben technologische Überlegenheit braucht, wenn man diesen Krieg letztlich gewinnen will. Über den Artikel reden wir später noch. Da gucken wir noch mal ganz genauer drauf, weil der hat ja auch die Nachrichtenlage ein bisschen geprägt in den letzten Tagen. Dazu später. Wir wollen jetzt erstmal den aktuellen Blick auf den Stand der Dinge richten und in verschiedene Regionen schauen. Und Sie haben gerade Technologien und Reichweiten angesprochen, Herr Kolb. Da lohnt sich dann auch der Blick in die Südukraine, ans Asowsche Meer nach Siedowe. Wir haben es eingangs schon gesagt, da gab es scheinbar, so berichten es ukrainische Medien, einen Erfolg, dass man mit den sogenannten Attackams-Raketen ein großes russisches Munitionsdepot angegriffen hat und scheinbar auch abgeschossen hat. Zumindest gibt es aktuelle Bilder davon, die belegen, dass es da große Flammen und Feuerbälle gab. Ist das die aktuelle Taktik der Ukraine, jetzt mit westlichen Waffen speziell solche Ziele anzugreifen? Ja, das war sie eigentlich schon lange. Das Problem war einfach, dass die beiden Administrationen sich nicht dazu durchringen konnte, diese Waffen zu liefern. Das war übrigens der US-Präsident, der letztlich dann das Okay gegeben hat. Also es war in Teilen der beiden Administrationen bis zum Schluss umstritten, ob man die Ukraine wirklich damit ausstatten sollte. Ich halte diese Überlegung für völlig hirnrissig, weil sie brauchen natürlich Langreichweiten, Raketenartillerie, um die russische Front in der Tiefe zu zerstören, insbesondere auf der Krim. Und das Interessante bei Siedowe ist jetzt, vielleicht können wir die Karte kurz eingeblendet sehen von Siedowe. Das Interessante ist, wenn Sie einen Radius ziehen um diesen Ort von Siedowe, jetzt sehen wir es gerade, genau. Und Sie können das ja zu Hause auf der Karte mal nachvollziehen, wenn Sie wollen. Und ziehen Sie mal einen Radius von 150 Kilometern um Siedowe. Und da merken Sie, dann sind Sie knapp an der Frontgrenze. Das heißt also, dieser ziemlich spektakuläre Abschuss von diesem Munitionsdepot, der wäre mit HIMARS, die ja maximal 80 Kilometer Reichweite haben, oder mit jeder anderen Form von Artillerie, die Ukraine hat, gar nicht möglich. Und da merken Sie, was ich meine mit in der Tiefe. Und es gibt nur zwei Systeme, mit denen Sie das machen können. Das eine ist Attackams, was die Ukraine ja mittlerweile hat. Und das andere ist ein Waffensystem, das in Zukunft kommen wird, sogenannte GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bomb. Das ist schon angekündigt von Boeing Saab. Das kommt diesen Herbst-Winter, also vermutlich so in 4 Wochen müssten wir das im Einsatzraum sehen. Und da ist noch der Vorteil, es hat ähnliche Range wie die jetzigen Attackams M39-Raketen, also ungefähr 150 Kilometer. Aber es gibt viel mehr davon. Also von Attackams gibt es derzeit noch einige hundert auf der Welt. Man muss ja denken, dass das alles sehr alte Waffensysteme sind. Von GLSDB gibt es ungefähr 17.000, die bis heute produziert wurden. Und Sie sehen, das ist so eine der technologischen Entwicklungen, in die wir jetzt reingehen, in den Winter, in diesem Krieg. Also sprich, wir werden weniger mechanisierte Operationen sehen, sondern viel stärker Artillerieoperationen, eben auf kürzere Distanz mit Drohnen und auf längere Distanz mit Raketenartillerie. Da stellt sich dann auch noch die Anschlussfrage, wie groß dieser Verlust jetzt ist, wenn so ein Munitionsdepot getroffen wurde für die russische Seite. Und das interessiert auch unsere Zuschauer, die fragen, in welchem Zusammenhang stehen die russischen Verluste mit der Lieferung von westlicher Munition in ausreichender Menge für die Ukraine? Also ich glaube,
Für Sjedowe ist das jetzt weniger ein Thema, weil der Vorteil dieser Langstreckenraketenartillerie ist einfach, wenn Sie ein Ziel damit treffen, dann erreichen Sie große Zerstörungswirkung, aber auf einem relativ kleinen Raum. Das heißt, sowas würden Sie machen, wenn Sie ein sogenanntes High-Value-Target haben, also zum Beispiel ein Kommandozentrum oder eine Ansammlung von Schiffen, was wir ja auch jetzt gesehen haben bei den Schlägen, zum Beispiel gegen Kertsch oder gegen Sevastopol. Oder wenn Sie eine Ansammlung von beweglichen Zielen haben, wie zum Beispiel der Flugplatz in Berdjansk, wo der erste Einsatz der Attackams erfolgt ist und wo Sie viele russische Hubschrauber zerstören könnten. Die kontinuierliche Munitionsversorgung, die ist eher ein Thema für die klassische Artillerie. Das heißt also, dass Sie genügend Geschosse haben von den üblichen NATO-Kalibern, die sie eben aus der westlichen Artillerie verschießen. Und wir müssen uns ja immer im Klaren sein, wir reden da über eine Schussfrequenz von ungefähr 5000 pro Tag bei der Ukraine, also 5000 Artilleriegranaten pro Tag. Das können Sie ja mal hochrechnen auf den Jahresbedarf. Und da ist es natürlich wichtig, dass da die Industriekapazität bereitsteht, um da weiter zu liefern. Und man muss sagen, 5000 pro Tag, das ist noch nicht mal viel. Die Russen waren im Sommer 22 bei 50.000 pro Tag. Und sind jetzt ebenfalls aufgrund ihrer Industrie-Shortages, also ihrer Produktionsmenge, auf etwa 9.000 pro Tag herunter. Und auch da, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es ist eine Frage des langfristigen Industriepotenzials, wer diesen Krieg gewinnt. Dann wollen wir noch zuletzt auf die Region Awdijiwka in den Osten schauen, Herr Kolb. Das ist seit einigen Wochen Zentrum des Krieges und auch in dieser Woche hat der Chef der ukrainischen Streitkräfte das in den Medien bestätigt. Die Russen hätten da nochmal 40.000 Mann zusätzlich in die Region gebracht, aufgerüstet mit Munition aller Kaliber. Ein russischer Militärblogger schreibt, dass die Stadt umkreist ist, eingezingelt ist. Und das interessiert auch unsere Zuschauer. Helmut Drosten fragt auf YouTube, wie waren die russischen Streitkräfte in der Lage für Awdijiwka, so eine gewaltige Menge an Schützen und Kampfpanzern zusammenzuziehen? Sind die alle neu aus Russland gekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die dürfen Sie direkt weiterreichen an den ukrainischen Geheimdienst. Also eigentlich dürfte Ihnen sowas nicht passieren, ne? Dass der Gegner im Hinterland, das Sie ja relativ nah bei sich haben und relativ gut beobachten können, solche Reserven zusammenziehen kann, erstens. Und zweitens dann einfach da losbricht, ohne dass Sie das wirklich vorausgesehen haben. Also die Ukraine hat natürlich sofort Verstärkungen in den Raum hineinverlegt und konnte den Angriff auch ziemlich erfolgreich aufhalten. Das lag aber nicht so sehr an der Abwehrleistung der Ukraine, sondern vielmehr an der Dummheit der Russen, die genau so vorgegangen sind, wie wir es in diesem Raum übrigens, also gerade auch bei Awdijiwka, im Januar, Februar diesen Jahres gesehen haben. Vielleicht erinnern sich manche Zuschauer, es gab damals ebenfalls große mechanisierte Angriffe der Russen bei Vuleda, bei Mariinka und eben auch bei Awdijiwka. Jetzt muss man wissen, Awdijiwka ist ein sehr, sehr stark befestigter Punkt der Front schon seit 2015. Also Sie können sich vorstellen, es ist ein komplett professionell ausgebautes System in Beton ausgegossen mit Tunneln, mit verbundenen Unterständen. Also das ist eine wirkliche Festung, sowohl über als auch unter der Erde. Und da reinzukommen, das ist sehr, sehr schwierig. Und dazu kommt halt noch, dass die Art und Weise, wie die Russen vorgegangen sind, wirklich so das Dümmste ist, was sie machen können. Ja? Also wie im Januar, Februar, lass uns mit einer Kolonne über offenes Feld fahren. Ja, da liegen zwar ein paar Minen, aber da wird schon nichts passieren. Und ach, selbst wenn, dann geht das Material halt drauf, aber wir kommen schon durch am Ende. Ich weiß nicht, was die lokalen Kommandeure oder Gerasimov, der das ja letztlich zu verantworten hat, was die sich dabei denken, aber Sinn macht das Ganze nicht. Wenn wir die Karte noch mal kurz einblenden könnten, da kann ich Ihnen kurz erzählen, was eigentlich die Idee war dieses russischen Vorstoßes. Sie sehen, Awdijiwka ist eine Tasche, die sich tief erstreckt in die Front. Und wenn Sie jetzt die beiden Spitzen da nehmen, die Sie am linken und am oberen Bildrand sehen und sie zeichnen da so eine geistige Linie von Spitze zu Spitze. Und dann sehen Sie, wenn es Ihnen also gelingt, durch einen Zangenangriff von Süden und von Norden diese Tasche einzuschließen, dann hätten Sie quasi einen der stärksten Ankerpunkte der ukrainischen Ostfront herausgenommen. Das war eigentlich die Idee. Und da muss ich sagen, also
Beim Süden mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da ist also alles gescheitert, was die Russen hineingeworfen haben. Geländegewinn können sie dort in Metern messen. Im Norden sind sie etwas weiter vorangekommen. Also diese gerade Linie, die Sie da oben sehen am oberen Bildrand, das ist eine Eisenbahnlinie. Bis dahin sind die Russen vorgestoßen. Das sind also einige hundert Meter Geländegewinne unter enormen Opfern. Es ist personell ungefähr eine halbe Brigade draufgegangen, also etwa 4000 Mann. Und allein im Raum Avdiivka etwa 200 Fahrzeuge, von denen wir Geolokalisierung haben oder Bildnachweis, also die bestätigt draufgegangen sind. Das ist aber nur Avdiivka. Jetzt müssen Sie aber denken, die Russen haben es auch gleichzeitig an anderen Punkten versucht. Also auch in Mariinka, auch im Raum Bachmut, auch in Kupjansk und auch in Wuleda. Und der Plan war vermutlich, so beides zu schaffen, also einerseits die ukrainische Abwehr so ein bisschen zu ermüden oder zu fixieren, sodass die Ukraine nicht weiß, wo die jetzt angreifen. Und das andere eben, die Tasche von Avdiivka hier zuzumachen und einzukapseln. Muss ich ehrlich sagen, also fail. Bei keiner Operation haben sie irgendeinen Vorteil erreicht, außer minimale Geländegewinne. Unter wirklich extremen Opfern. Und ich glaube nicht, dass sie das noch sehr lange durchhalten können. Wir sind bei den russischen Panzerverlusten jetzt bei ungefähr 2400. Spannend wird es, wenn wir bei 3000 sind, weil das ist die Konsensschätzung des schwedischen FOI und des britischen IISS. Dann sind die einsatzfähigen Reserven aufgebraucht und ab dann müssten sie eigentlich nur noch umstellen auf ältere Systeme und auf Instandhaltungssysteme. Und damit müsste eigentlich ein stärkerer Rückschritt der Frontaktivitäten verbunden sein. Aktuelle Einschätzungen mit geografischen Erläuterungen von Markus Kolb von der ETH Zürich. Vielen Dank bis hierhin, Herr Kolb. Wir reden gleich noch weiter, blicken da noch voraus, wollen jetzt aber mal kurz in die Ukraine schalten. In Kiew steht unser Reporter Dara Hassan Zadeh. Dara, einen schönen guten Abend zu dir. Du hast in den letzten Tagen zum Thema Handel in der Ukraine recherchiert. Du warst drehen vor Ort, hast mit einem Landwirt gesprochen und kannst bilanzieren, der Handel läuft in der Ukraine, der Seekorridor funktioniert und die Russen, das liest man aus aktuellen Berichten, die reagieren mit Angriffen auf Frachter. Man hatte das ja bislang eigentlich vermieden. Also jetzt scheint es da auch einen strategischen Wandel zu geben. Ja, also seitdem die Russen aus dem Getreideabkommen ausgestiegen sind, haben sie 160 Luftangriffe auf die Hafenstrukturen im Süden, auf die Hochseehäfen geflogen. Sie haben auch den kleineren Hafen in Izmail ganz massiv beschossen, der direkt an der Grenze zu Rumänien liegt, da wo auch Trümmerteile auf rumänisches Gebiet geflogen sind. Von dort gehen nur kleinere Schiffe raus. Der Landwirt, mit dem ich gesprochen habe, blickte eigentlich wieder ganz gut in die Zukunft. Und zwar sagte er, dass er für dieses Jahr mit einer guten schwarzen Null rechnet. Die Preise seien wieder angestiegen und das hängt auch damit zusammen, dass die großen Hochseehäfen wieder funktionieren, dass Frachter einlaufen, in großen Mengen Getreide abtransportieren. Und genau das war ja das Ziel der russischen Luftangriffe, das zu verhindern. Und deswegen sehe ich in diesem gestrigen Angriff auf den Frachter, der unter liberischer Flagge gefahren ist, eine gewisse Steigerung. Das Ziel wird wohl sein, Reeder einzuschüchtern. Das haben sie auch schon im Vorfeld mit Drohungen, mit Angriffen auf hoher See auf Frachter, die sich in dem Gebiet bewegen, getan. Und jetzt ist ein anderes Zeichen. Es ist nämlich eine Antischiffsrakete gewesen mit 600 Kilogramm Sprengstoff, die von einem Kampfjet der Russen abgeschossen wurde, ganz gezielt auf diesen Frachter, der schon in der Einfahrt nach Odessa war, also nicht auf dem offenen See. Das ist ein Zeichen, dass dieser Seekorridor, den die Ukraine am Anfang auch mit so einem, international wurde es so ein bisschen belächelt, die Zuversicht, die auch vor allem Zelensky ausgestrahlt hat, weil das Risiko eines Frachters in ein Kriegsgebiet reinzufahren, ist ja immer auch der Totalverlust des Schiffes, der Menschen und auch der Ladung. Und trotzdem scheint es gelungen zu sein. Jetzt steht der nächste Winter in den Startlöchern in der Ukraine, Dara. Und der ukrainische Stabschef und Oberbefehlshaber Saluschny hat sich in der letzten Woche hat so ein bisschen seinen Unmut Luft gemacht, kann man sagen. Er hat in der britischen Wochenzeitung The Economist ein Interview gegeben,
hat da seine Verwunderung ausgedrückt, dass die Russen mit ihrer Taktik doch länger durchhalten, als das das ukrainische Militär ursprünglich vermutet hatte. Er nennt auch so ein bisschen Unmut in Sachen Waffenlieferung, argumentiert ganz fachlich militärisch, was die Ukraine für das nächste Jahr braucht. Er nennt militärische Prios, versprüht aber sehr wenig Euphorie. Das hat Zelensky jetzt nicht unbedingt gut geschmeckt, dass sich der Kollege da so einmischt. Gibt es da jetzt aktuell gerade ein Zerwürfnis zwischen den beiden? Ich würde da nicht von einem persönlichen Zerwürfnis sprechen, sondern das liegt eher in den Funktionen, die die beiden innehaben. Saluschny als Oberbefehlshaber ist verantwortlich für die militärische Taktik und natürlich auch dafür, wie weiter vorgegangen wird mit dem Material, was er zur Verfügung hat. Er hat in dem Interview eigentlich das Offensichtliche ausgesprochen. Er hat gesagt, es gibt einen technologischen Gleichstand und man könne nicht mit einem schönen großen, erfolgreichen Durchbruch rechnen. Damit hat er natürlich darauf angespielt, dass ihm die Waffen fehlen. Das hatte er auch schon zu Beginn der Großoffensive im Süden gesagt. Ganz deutlich hat er gesagt, dass kein NATO-General eine solche Großoffensive mit dem Waffenarsenal beginnen würde, was er zur Verfügung hat. Er wusste sehr wohl, dass er die Angriffe nicht im Verbund führen kann, weil er nämlich keine Kampfjets hatte und nur die Leoparden und Geparden. Er wusste auch, dass er die Minenräumepanzer nicht ausreichen. Und hat dann die Taktik umgestellt, nachdem am Anfang, glaube ich, er auf einen kurzen Überraschungseffekt setzte und viele Leoparden am Anfang mal zum Einsatz kamen. Verantwortlich für die Ausrüstung des Militärs in der Ukraine ist wie in jedem Land das Staatsoberhaupt Zelensky. Und Zelensky ist in einer sehr schwierigen Position. Zum einen neigt sich das Budget, was die Amerikaner an Ukraine-Hilfe schon aufgesetzt haben, und ein neues ist noch lange nicht in Gesicht, da es im Kongress durch die Republikaner zu keiner Verabschiedung kommt. Hinzu kommt noch, dass Deutschland als Land mit großer Rüstungsindustrie zögert. Das Kanzleramt war von Anfang an immer eigentlich zu wenig und zu spät dabei, wenn man sich, und das wird vor allem Saluschny wissen, schon viel früher mit Leoparden ausgestattet gewesen wäre, dann wäre diese große Ostoffensive Richtung Luhansk viel weiter gegangen, als sie dann tatsächlich gekommen ist. Da fehlte also auch schon das Material. Und Zelensky hat seine größte Waffe im Moment nicht, die Öffentlichkeit. Er kann keinen Druck aufbauen. Die Weltöffentlichkeit blickt nach Israel. Ukraine findet in den Medien immer weniger statt und von daher kann auch innenpolitisch keine größeren Diskussionen entstehen. Und jetzt zum Beispiel im Kanzleramt ist man, glaube ich, schon sehr froh, dass die Taurus-Debatte, ob man sie jetzt liefern müsse oder nicht, extrem abgeebbt ist unter diesem medialen Fokus, der im Moment auf Israel liegt. Ich möchte dir gerne noch zum Abschluss, Dara, eine Frage von unseren Zuschauern weiterleiten. Die fragen, wie ist die Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung? Zeigt sich da aktuell eine Kriegsmüdigkeit, beziehungsweise kommt der Wunsch auf, vielleicht doch mit Russland zu verhandeln? Kannst du dazu was sagen? Ja. Ja und ja, das Land ist kriegsmüde. Es ist auch ganz selbstverständlich, wenn man sich die Länge der Front anguckt, die Heftigkeit der Angriffe. Allein was eben geschildert wurde über die Angriffe auf Avdiivka, das bedeutet im Umkehrschluss, dass von dort immer wieder Nachrichten kommen in die Familien zu Freunden, Schulfreunden, die gefallen sind. Und das geht mitten in die Gesellschaft rein. Kriegsmüdigkeit ist hier aber kein Synonym für einen Abbruch der Motivation. Man weiß in der Ukraine, was ein Staat bedeutet, der von Russland abhängig ist. Man wird auf alle Freiheiten verzichten müssen, für die man bisher gekämpft hat, für die man die höchsten Opfer gebracht hat. Und man weiß auch, wenn man sich dieser Kriegsmüdigkeit hingeben würde, dass dann auch das Land, die Teile des Landes in Gefahr sind, die man jetzt hält. Die Ukraine ist ja im Moment, scheitert ja bei dem Versuch,
zurückzuerobern. Aber sie ist ja eigentlich weit davon entfernt, große weitere Gebiete zu verlieren. Oder so wie es am Anfang letzten Jahres war, dass es droht, dass große Armeen von der russischen Seite tief ins Land eindringen können. Die Stimmung hier ist also natürlich von Müdigkeit und Erschöpfung geprägt, aber auch von absolutem Durchhaltewillen. Ich habe jetzt Leute getroffen, die natürlich sich sorgen, dass sie die Nächsten sein könnten, die mobilisiert werden. Die Leute, die wirklich militärische Erfahrung haben und auch bereit sind zu kämpfen, die haben sich schon freiwillig gemeldet. Die sind schon unter den 1,5 Millionen Soldaten. Wer jetzt bei einer nächsten Mobilisierungswelle Kandidat werden wird, sind die, die eigentlich vom Charakter her, vom Glauben her, die eigentlich nicht zum Kämpfen geboren wurden, sage ich jetzt einfach mal so. Und umgekehrt haben sich jetzt auch immer mehr Frauen gemeldet, freiwillig, um Lücken zu füllen, die auftreten können. Einschätzungen live aus Kiew von Dara Hassanzadeh. Dara, vielen Dank an dich. Ja, wir haben das Thema gerade schon angerissen. Der ukrainische Oberbefehlshaber Valeri Saluzhny hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt mit militärischen Fakten im Hinblick auf das kommende Jahr, wenn der Krieg möglicherweise in eine neue Phase eintreten könnte. Wir schauen noch einmal kurz auf das, was er gegenüber der britischen Wochenzeitschrift The Economist gesagt hat. Ein Stellungskrieg ist ein langwieriger Krieg, der enorme Risiken für die Streitkräfte und den ukrainischen Staat birgt. Wenn die Ukraine dieser Falle entkommen will, brauchen wir all diese Dinge. Luftüberlegenheit, stark verbesserte Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung und zur Artillerieaufklärung, neue Technologie zur Minensprengung und die Fähigkeit, mehr Reservisten zu mobilisieren und auszubilden. Ja, soweit ein Zitat aus dem Interview. Damit schalten wir noch einmal zum Militärökonom Markus Kolb. Herr Kolb, das waren klare Worte. Also Luftüberlegenheit sei wichtig, verbesserte elektronische Kriegsführung und Artillerieaufklärung. Aber vor allem die ersten beiden Punkte sind ja perspektivisch für den Krieg interessant. Wird Militärtechnik künftig diesen Krieg prägen? Ja, absolut. Es freut mich sehr, dass Sie diese Stelle zitieren, weil der Artikel von Saluzhny ist im Westen häufig so als ein bisschen als defätistisch verstanden worden oder so als Eingeständnis, wir sitzen hier im Patt und kommen nicht raus. Und dann kamen natürlich sofort wieder die Kreml-Papageien und schreien nach dem, was sie Verhandlungen nennen. Also nach dem Motto, genau wie Ihr Korrespondent gesagt hat, gebt doch einfach auf, ne? Und wie ihr dann künftig lebt, ist nicht unsere Sache. Hauptsache, wir machen wieder Wohlstandspazifismus. Aber so kann man keinen Krieg gewinnen. Und genau das ist der Punkt. Russland wird diesen Krieg nicht gewinnen. Aber die Frage ist, kann ihn die Ukraine gewinnen? Ja, also das, was man in Amerika als finish the job diskutiert, genau das ist die Frage. Und das Kriegsziel der Ukraine ist ja klar, die Wiederherstellung ihrer Staatlichkeit in den Grenzen von 1991. Aber genau das müsste eigentlich auch das Kriegsziel derjenigen sein, die die Ukraine unterstützen, weil alles andere ist eine Belohnung der russischen Aggression. Also ist der Gedanke folgerichtig, was braucht die Ukraine, damit sie die russische Aggression zurückwerfen kann? Das heißt also, die Russen zwingen, diesen ukrainischen Staatsraum, inklusive der Krim natürlich, zu verlassen. Und das schaffen sie nur, indem sie technologische Überlegenheit haben. Und die umfasst nun verschiedene Bereiche, die Saluzhny hier skizziert hat. Sie umfasst insbesondere Luftkampffähigkeit oder Luftüberlegenheit. Das werden wir ab dem nächsten Frühling sehen, wenn dann die westlichen F-16-Kampfflugzeuge in den Kampfraum eingreifen werden. Die ersten sind schon da, aber bis Training, Logistik und so weiter abgeschlossen ist, wird das ab heute vielleicht noch 6 Monate dauern. Das Zweite ist, da wo die Russen relativ gut sind, ist elektronische Kriegführung und Aufklärung mit Drohnen. Also die Landsat operieren normalerweise in Verbindung mit Beobachtungsdrohnen und die Russen sind ziemlich gut darin in dieser Operation. Was den Ukrainern bisher noch nicht so wirklich gelungen ist, ist eine flächendeckende elektronische Gegenkriegführung. Das heißt also ein flächendeckendes Sperrnetz zu errichten, elektronisches Sperrnetz, das die Drohnen einfach abstürzen lässt oder das ihnen die Kommunikation abschneidet. Da müssten sie dringend auf ein neues Technologieniveau kommen, wenn sie eben selber wieder in die Offensive gehen wollen. Und das Dritte ist, was ich schon erwähnt habe, also die massive Ausstattung der Ukraine mit Drohnen.
Das, was die Ukrainer Army of Drones nennen. Wir müssen uns ja im Klaren sein, wir haben uns im Westen manchmal aufgeregt, in manchen Ländern, ob wir jetzt 20 unbewaffnete Beobachtungsdrohnen beschaffen sollen. Ach Gott, ist das aggressiv. Sie müssen sich im Klaren sein, Drohnen sind in diesem Krieg ein Verschleißmittel. Eine Drohne hält im Durchschnitt 2 bis 3 Tage, dann geht sie verloren oder wird abgeschossen oder wie auch immer. Das heißt, wir reden hier über Zehntausende, wenn nicht über Millionen von Drohnen, also ganze Drohnenschwärme, die dann über ein Stellungsgebiet ausschwärmen und sämtliche schweren Mittel, die sie erkennen, sofort rausnehmen. Das ist eine Dimension der Kriegführung, auch der indirekten Artillerie, die wir bisher noch in keinem konventionellen Krieg gesehen haben. Das ist eine der wesentlichen technologischen Entwicklungen, die dieser Krieg durchmacht. Deswegen sind klassische Militärs meistens auch ein bisschen hilflos, wenn sie den Krieg beurteilen wollen, weil die gucken halt auf die Geländekarte und auf Rot versus Blau und zeichnen ihre Pfeilchen ein. Aber sehen nicht die technologische Komponente, die dieser Krieg mit sich bringt. Also insofern, so muss man Saluzhny eigentlich verstehen. Also nach dem Motto, give us what we need to finish the job. Und genau in der Richtung macht es auch Sinn. Also der Artikel ist kein defätistisches Stück oder auch kein Streit mit Zelensky, sondern er spricht halt unangenehme Wahrheiten an, die man im Westen nicht so gerne hören will. Ne? Es macht einen Unterschied, ob man sagen will, die Ukraine darf nicht verlieren, oder ob man sagt, die russische Aggression muss zurückgewiesen werden. Das haben noch nicht alle verstanden, noch nicht alle Politiker. Ja, jetzt schauen gerade Sie ja gerne auf Zahlen und argumentieren damit, haben uns auch schon ein paar Sachen mal vorgerechnet in früheren Sendungen. Unter anderem hatten Sie auch mal von der Abnutzungsrate des russischen Militärs was argumentiert und vor einem guten halben Jahr die These hier gesetzt, dass Putins Niederlage im Oktober diesen Jahres zu erwarten sei. Jetzt haben wir mittlerweile November, der Krieg läuft weiter und auch unsere User, die die Sendung damals gesehen haben, haben auch schon gefragt, was ist passiert, Herr Kolb? Ja, also ich sage, Sie glauben gar nicht, wie oft ich die Frage in letzter Zeit gestellt bekomme. Es ist ja auch berechtigt, dass man jetzt so eine Art Performance Review macht. Also ich kann Ihnen empfehlen, lesen Sie vielleicht nochmal, was ich in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung gesagt habe im Interview vom 27. März. Ich habe es auch nochmal präzisiert im SRF Club, das ist eine Talkshow im Schweizer Fernsehen vom 13.06. Und was ich die ganze Zeit eigentlich versucht habe zu argumentieren, ist, wann ist die Abnutzungsrate so hoch, dass Russland diese Kriegführung langfristig nicht mehr durchhalten kann? Und ich habe mich dann beschäftigt, eben diese Abnutzungsrate zu schätzen, kam auf eine Rate von ungefähr 5 Panzern und 6 gepanzerten Infanteriefahrzeugen pro Tag und habe mir dann überlegt, wie lange reicht das, bevor Russland ernsthafte logistische Probleme bekommt. Und ich habe dann Folgendes gesagt, der Krieg ist für Russland nach dieser Abnutzungsrate in ungefähr diesem Zeitraum strategisch verloren. Und ich habe die Lage verglichen mit 1944. Jetzt war das Problem, ich habe das allerdings etwas, soll ich sagen, etwas doppeldeutig formuliert und das hat dann manche Medien zu der Schlagzeile gebracht. Wissenschaftler oder Dings, Dozent sagt, Ukraine hat im Oktober gewonnen. Und das ist natürlich eine mediale Verkürzung dessen, was ich gesagt habe. Und dementsprechend ist das halt so interpretiert worden, dass ich gesagt hätte, im Oktober ist der Krieg aus. Ne? Also die beiden Sachen, die sollte man bitte unterscheiden und bevor man mir Hassmails schickt, dann möge man bitte das Original-Interview nochmal lesen. Ja, also so verhält sich das. Und ich bleibe bis heute bei meiner Einschätzung. Also wir sind jetzt laut Oryx, laut bestätigten Verlusten bei etwa 2.400 russischen Kampfpanzern angekommen. Wie gesagt, 600 fehlen noch bis zur magischen Grenze von 3.000. Und dann sollten wir uns die Lage nochmal anschauen. Ich bleibe nach wie vor bei meiner Einschätzung, der Krieg ist für Russland strategisch verloren. Russland hat im Moment keine Möglichkeit mehr, an der gesamten Front die Initiative zu gewinnen. Ihnen gelingen natürlich Erfolge schon und sie haben auch gewisse technologische Vorteile. Aber damit sie wirklich ihr ursprüngliches Kriegsziel erreichen, also sprich Niederwerfung der Ukraine, Regimewechsel, Angliederung an das russische Imperium, das wird nicht mehr passieren. Selbst die russische Elite spricht mittlerweile von aktiver Verteidigung. Ich sage das auch gerne, Gruß an alle meine Russland-Trolle. Wenn Russland ja angeblich so großartig und überlegen ist, warum rollt die russische Armee nicht einfach die Front auf? Ich meine, wieso gräbt sie sich ein? Wieso errichtet sie befestigte Stellungen? Also niemand, der die Initiative hat, macht sowas. Denken Sie da mal drüber nach. Aber die Frage ist dann natürlich, wann enden die Kampfhandlungen? Ne? Und da möchte ich mich nicht zu irgendwelchen Prognosen hinreißen lassen, weil das wäre wirklich komplett spekulativ. Es geht nicht ums Ende der Kampfhandlungen, Ja. sondern es geht um die Abnutzung.
Wir haben noch einige Fragen, die ich Ihnen gerne weiterreichen möchte, Herr Kolb. Sven Odenthal fragt bei Facebook, wie sehr stellt sich die Ukraine auf Engpässe beim Waffennachschub aus dem Westen ein? Bislang ist die Ukraine ja doch sehr stark darauf angewiesen, angesichts eines Fokus auf den Nahostkonflikt oder anderen noch möglichen Herausforderungen der NATO. Ja. Also Fokus Nahostkonflikt sehe ich nicht. Es ist ein beliebtes russisches Propagandamotiv zu erzählen. Die USA könnten quasi nicht beide Staaten gleichzeitig unterstützen mit Waffenlieferungen. Oh doch, können sie. Also wenn, ich weiß nicht, wenn sie von heute auf morgen zwei Flugzeugträger plus eine Begleitflotte von 30 Schiffen ins Mittelmeer schicken können. Doch, also unterschätzen Sie nicht die USA, ne? Also deren Rüstungsausgaben sind so groß wie die der nächsten 7 folgenden Länder zusammen. Unterschätzen Sie nicht das Central Command, das sowohl im Persischen Golf wie auch im Mittelmeer durchaus in der Lage ist, große Operationen zu führen. Also Sie müssen sich denken, die gegenüber dem, was das Central Command an Verfügung hat im gesamten Nahostraum, ist das, was die USA für die Ukraine machen, Peanuts. Ja? Das sind nicht mal 5% des US-amerikanischen Verteidigungsbudgets, das da reingeht. Sie müssen auch bedenken, die Waffenlieferungen kann der US-Präsident über die Presidential Drawdown Authority selbstständig initiieren. Dafür braucht er nicht den Kongress. Im Kongress geht es um was anderes. Da geht es um die Supplementary Appropriation, das heißt also Finanzmittel. Aber die fließen nicht in Form von Bargeld in die Ukraine, wie viele glauben. Die fließen vor allem in die amerikanische Rüstungsindustrie. Also um dem Department of Defense und dem militärisch-industriellen Komplex in den USA Aufträge zu geben, um eben die Mittel, die jetzt in die Ukraine geschickt werden, zu produzieren, beziehungsweise die Lager, die sich jetzt leeren, wieder aufzufüllen. Ein Beispiel habe ich vorhin genannt, GLSDB, also Ground Launched Small Diameter Bombs, die von Boeing und Saab produziert werden. Auch da geht jetzt eine neue Produktionslinie los in den USA, weil man ganz bewusst gesagt hat, wir bauen diese Produktionslinie auf, natürlich in den USA, um hier die langfristige Versorgung zu sichern. Anderes Beispiel wäre Rheinmetall, die sowohl in Spanien als auch in Deutschland im Moment die Produktion hochfahren, auch in der Ukraine gerade ein Joint Venture gegründet haben, damit die Ukraine selbstständig Munition produzieren kann. Also es ist nicht so, dass man in der Industrie das nicht gemerkt hätte, aber wir sind, das habe ich auch schon häufig gesagt, wie in jedem großen Krieg vor der Situation bei Ausbruch des Krieges ist das Industriepotenzial darauf nicht vorbereitet und typischerweise erreicht das Industriepotenzial eigentlich sein Maximum dann, wenn der Krieg sich schon dem Ende zuneigt. Also wenn wir beim Zweiten Weltkrieg schauen zum Beispiel, da fing man ja erst 1941 an, wirklich die Industrien massiv heraufzufahren und ihr Produktionsmaximum erreichten sie 1945, also in dem Jahr, in dem der Krieg zu Ende geht. Und das muss man natürlich sehen, ne? Dass das langfristige Verschiebungen sind. Zum Abschluss nochmal der Blick auf die Gegenseite. Sebastian Gründler fragt, wenn Russland Materialien bzw. Verstärkung aus Nordkorea bekommen sollte, wie würde die Ukraine darauf reagieren? Ja, das können Sie ja mal durchrechnen. Also wir haben noch keine bestätigten Bilder von der nordkoreanischen Munitionslieferung, die es angeblich gegeben hat. Aber wenn Sie jetzt denken, man dieses Schiff, das Nordkorea angeblich geschickt hat nach Russland, enthielt ungefähr 500.000 Artilleriegranaten. Das ist zumindest die Schätzung der Amerikaner. So, wenn Sie jetzt sich überlegen, Sie würden wieder wirklich massiv die Initiative ergreifen nach sowjetischer Doktrin, also Sie gehen zurück zu einer Feuerfrequenz von 50.000 pro Tag, dann reicht Ihnen das 10 Tage. Wenn Sie bei der jetzigen Feuerfrequenz bleiben von ungefähr 10.000 pro Tag, dann reicht es Ihnen 50 Tage. Also das sieht nach viel aus, aber der Konsum der Granaten ist so groß, dass Ihnen so vereinzelte punktuelle Lieferungen nicht reichen, sondern was Sie wirklich tun müssten, ist eine leistungsfähige, effiziente, eigenständige Rüstungsindustrie aufzubauen. Und das hat in Russland nie so wirklich funktioniert. Die russische Rüstungsindustrie ist zutiefst korrupt. Vieles von dem Geld, was sie da reinstecken, versandet einfach. Und das, was ich bisher gesehen habe bei den schweren Systemen, das beschränkt sich hauptsächlich auf das Wiederinstandsetzen von alten sowjetischen Systemen. Also Russland zehrt immer noch sehr von dem mechanisierten Erbe der Sowjetunion, aber das geht in diesem Krieg so langsam drauf. Das gleiche gilt bei den Artilleriesystemen und Granaten. Russland hat mal angefangen mit einem Bestand von etwa 17 Millionen Artilleriegranaten, davon sind 11 Millionen mittlerweile weg. Und irgendwann stellt sich für Russland eben auch diese langfristig industrielle Frage. Und da glaube ich nicht, dass das russische System dem vereinigten westlichen System da noch was entgegenzusetzen hat. Sagt Markus Kolb. Herr Kolb, vielen Dank für die Zeit heute Abend. Gerne. Schönen Abend noch.
Dankeschön. Ja, und auch danke an euch wieder fürs Einschalten und euer reges Interesse an all eure Fragen und Kommentare, Meinungen zu diesem Thema. Es beschäftigt euch noch sehr. Das sehen wir hier auf unserem Bildschirm. Deshalb werden wir auch in den nächsten Wochen natürlich weiterhin die Ukraine und den Ukraine-Krieg im Blick behalten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.